Peter Loves. Heute zeige ich euch einfach mal ganz kurz meine Haarglättungsroutine. Heute möchte ich mal glatte Haare machen. Dazu benutze ich unter anderem auch den Dyson Airwrap, der ja normalerweise auch ganz tolle Lockenaufsätze hat. Die zeige ich euch dann gerne mal in einem anderen Video. Heute habe ich Lust auf glatte Haare. Ich habe die Haare frisch gewaschen und kämme die gerade einmal durch. Und habe mir auch schon eine Sprühkur bereitgestellt. Das ist so ein Leave-In-Produkt. Ich habe jetzt hier von Glisskur, die heißt Biotech Restore. Die sprühe ich mir jetzt mal in die Haare vorsichtig. Mit vorsichtig meine ich, weil ich immer eine Riesensauerei dabei mache. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber bei mir ist danach immer das ganze Badezimmer glatt und rutschig. Und jetzt habe ich ja auch noch die Kamera an. Und deshalb gehe ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen weiter weg von der Kamera, dass die nichts abkriegt. So. Also am besten wäre eigentlich, man würde wahrscheinlich das draußen machen oder über der Badewanne oder so. Ich mache es jetzt einfach mal hier. Nicht zu viel. So. Dann kämme ich das nochmal ganz kurz durch. Und habe jetzt hier noch ein, das ist so ein Finishing Serum. Das kann man aber auch schon in die nassen Haare reinstreichen von Eyes Formula. Wenn man das erkennen kann. Ja, von Eyes Formula, das Finishing Serum Protecteur. Das hat einen Hitzeschutz drin. Ich schüttel das mal kurz und gebe so eine ganz kleine Menge auf meine Handfläche. Verreibt die sehr gut. Und das gebe ich jetzt in die kompletten Haare. Das heißt, immer wieder so reinstreichen. Und das kämme ich auch nochmal mit rein. So. Das ist aber noch nicht alles, weil ich ganz zum Schluss, wie gesagt, auch noch ein Glätteisen benutzen werde. Und da ich möchte, dass die Haare noch geschützter sind und noch eine ganze Zeit lang auch glatt bleiben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit so einem Styling Spray 230 Grad Hitze hier, ich zeige es mal gerade in die Kamera, von Elnett ist das jetzt, dass ich damit sehr gut zurechtkomme. Also einerseits glättet das super, das heißt die Haare, ich schüttel es auch jetzt mal gerade gut, die Haare lassen sich sehr gut damit glätten. Und zweitens, klar, Hitzeschutz, sehr, sehr wichtig. Aber auch drittens, die Haare halten wirklich, hier steht da irgendwas von 3 Tage glatt drauf, die halten wirklich ziemlich lange glatt. Das heißt, wenn man jetzt mal rausgeht, das Wetter ist so ein bisschen feucht, die Luft, dann hat man das ja oft, dass sofort das geglättete Haar sich so ein bisschen wieder wellt oder kräuselt. Und das ist bei dem Spray, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, nicht der Fall. Jetzt gehe ich auch nochmal weiter weg, weil das macht auch eine große Sauerei leider. Ja, ich mache das mal hier. Achso, kann man gar nicht sehen, ne? Naja, gut. Ich habe auf jeden Fall hier so ein bisschen überall reingesprüht. Die Haare sind natürlich noch feucht, logischerweise. Und jetzt, so das reicht, kämme ich das auch noch mal ein bisschen ein. Dann fange ich erstmal an, mir die Haare zu trocknen, also vorzutrocknen. Und zwar habe ich jetzt hier diesen Dyson-Föhn. Schneide ich das hier gerade ein. Und dann nehme ich erstmal den ganz normalen Aufsatz zum Föhnen. Stecke ich so drauf. Und ich mache jetzt auch nicht auf total heiß, sondern auf diese mittlere Stufe hier. Hier sind ja mehrere Stufen, also relativ kühl, dann mittel und heiß und ich nehme die mittlere Stufe, aber volles Rohr Gebläse an. Föhne ich die Haare mal schon mal vor. Entschuldigung, ich habe total vergessen, vorhin das Mikrofon anzuziehen und habe das jetzt mit dem ganz normalen Mikrofon aufgenommen, also mit dem kameraeigenen Mikrofon. Jetzt hoffe ich, dass der Klang, oder beziehungsweise jetzt ist der Klang natürlich besser und wie gesagt, ich habe das vorhin vergessen. So, also ich habe jetzt die ganze Zeit hier die Haare so ein bisschen vorgeföhnt.
Und jetzt nehme ich diesen Aufsatz hier ab und stattdessen stecke ich diesen Aufsatz drauf. Der hat so etwas festere Borsten hier. Und zwar kann man damit sehr gut die Haare so glatt streichen. Das heißt, man kann damit die Haare glätten, wenn man es super glatt haben will, wie gesagt, was ich gerne habe. Dann nehme ich das Glätteisen noch, aber mit diesem Aufsatz kann man die Haare auch schon beim Föhnen glätten. Ich führe das mal kurz vor, mache das an und gehe jetzt hier so durch die Haare. Also das heißt, während des Bürstens werden die Haare gleichzeitig geföhnt, weil der Luftstrom hier richtig so rauskommt. Das mache ich jetzt mal eine Zeit lang, bis die Haare komplett trocken sind, weil ich sie ja noch mit dem Glätteisen behandeln will und dann müssen die auf jeden Fall knochentrocken sein. Ich föhne nochmal. Der Lärm. Also die Haare sind jetzt ziemlich trocken, würde ich sagen. Und jetzt gebe ich noch mal, beziehungsweise jetzt gucke ich mal gerade, ich habe meinen Scheitel immer so ein ganz klein bisschen hier auf der Seite. Den suche ich jetzt mal ungefähr so. Ja, ungefähr so. So. Mhm. Jetzt habe ich den noch mal kurz durchgekämmt. Wenn ich jetzt keine Lust hätte, die Haare jetzt noch mit dem Glätteisen zu behandeln, dann wäre es das schon, außer dass ich dann auf jeden Fall noch so einen Mini-Klecks von diesem Finishing-Serum reingebe, weil das wirklich auch hier diese Haare, wenn die hier so ein bisschen fusselig sind oder strohig oder wie auch immer aussehen, also halt nicht so schön aussehen hier in der Stelle zum Beispiel, also so sind sie jetzt, wie gesagt, sieht man ja vom Glättungsgrad her mit diesem Dyson. Das wäre eigentlich ja auch schon schön glatt so. Und dann gebe ich jetzt, wie gesagt, noch einen ganz kleinen Klecks davon rein. Dann ist dieses Fusselige, was hier so rumflirrt überall, das stört mich ein bisschen. Das hat man dann nicht mehr so. Ich habe das ein bisschen geschüttelt und gebe wirklich echt noch mal einen kleinen Klecks rein. Gut verreiben. Und erstmal nur überall so ganz bisschen drauf geben. Und dann ziemlich lange einarbeiten. Einfach. Man spürt das dann auch, wie das dann langsam verschwindet aus der Hand und in die Haare übergeht. Und dann fühlen sie sich auch schön glatt an. Und dieses Fusselige hier vorne, wie gesagt, das hat man dann nicht mehr so. So. Jetzt nochmal richtig die Spitzen. Wie gesagt, das ist ja gleichzeitig auch ein ein Hitzeschutz. Und solange man nicht zu viel reintut, was dann ja vielleicht irgendwann auch beschwerend wirken würde, kann man davon ruhig, wie gesagt, vor dem eigentlichen Glätten jetzt nochmal einen ganz kleinen Klecks reingeben. So. Also so könnte man jetzt, würde ich sagen, wäre schon fertig. Aber meistens mache ich das eben so, dass ich die dann nochmal mit dem Glätteisen behandle. Ich mache es mal an. So, jetzt habe ich es gerade angemacht und in ein paar Sekunden hört man wieder so piept, dann ist es schon heiß. So, jetzt teile ich die Haare mal auf und zwar links und rechts. Dann binde ich mir jetzt die Haare auf der Seite mal ganz weg. Ich rolle die mir hier so ein bisschen auf. Da hat es gepiept. Und habe jetzt hier so eine Klammer, so eine fette, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Krokodilsklammer vielleicht. Und damit halte ich die schon mal hier so fest. Dann stören die jetzt nicht. Und jetzt beginne ich mal hier mit meiner linken Seite. Und zwar fange ich von hinten nach vorne an, indem ich mir immer so eine Partie abteile. Ich nehme jetzt hier mal das muss jetzt nicht so super klein sein, sondern schon etwas größere Partie. Den Rest drehe ich auch gerade auf und habe jetzt hier so eine andere Froschklemme noch, Krokodilsklemme und habe die jetzt auch erstmal aus dem Weg gebracht. Was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass man irgendwie eine Art Bürste oder sowas hat. Also ich habe jetzt hier so eine ganz einfache
Bürste, so eine eckige, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Und das Gute ist, wenn ich die Haare jetzt hier, also ich nehme hier diese Paarpartie mit der Hand und setze hier mit der anderen Hand die Bürste ein. Jetzt halte ich die Bürste sozusagen so fest, ziehe die so ein ganz klein bisschen weg vom Kopf und jetzt setze ich hier das Glätteisen an, hier, ich habe es noch nicht zugedrückt, und dann drücke ich es zu und dann ziehe ich einfach beides langsam so nach außen. Zack. Das Gute daran ist, dass dadurch jetzt komplett alle Haare so schön gleichmäßig erwischt werden. Wenn ich das jetzt mit der Bürste nicht machen würde, hätte ich irgendwie, sage ich mal, wie so eine Wursthaare. Und wenn ich dann so drauf drücke, dann merke ich schon direkt, dann gleitet es auch nicht richtig, sondern dann werden jetzt bestimmte Haare eher erwischt als andere. Aber dadurch, dass ich die ja so auffächere, ist es sehr effektiv. So, die geglättete Partie, also nur einmal, lege ich jetzt hier so zur Seite weg und nehme jetzt die Klemme raus, nehme mir die nächste Partie vor, teile die so ein bisschen ab. So, Partie Nummer 2. Den Rest hier wieder aus dem Weg. Dann wieder einmal so durchbürsten. Bürste reinsetzen. Hier, die habe ich jetzt hier so fest in der Hand. Und jetzt einfach so gleichmäßig langsam rausziehen. So, das mache ich jetzt mit dem ganzen Kopf, bis ich hier vorne angekommen bin, beziehungsweise mit dieser Seite, also die Haare erstmal aus dem Weg hier und dann mit der anderen Seite. So, ich bin jetzt bei der letzten Partie auf dieser Seite hier angekommen. Und die will ich jetzt so ein ganz klein bisschen nach außen drehen. Das heißt, ich setze jetzt das Glätteisen so an und drehe es so ein bisschen nach außen, sodass ich die jetzt hier so minimal nach außen gedreht habe. So, jetzt kommt die zweite Seite. Das war es eigentlich. Die Haare sind jetzt schön glatt und mir gefällt es ganz gut. Manchmal habe ich es aber lieber, dass sie hier oben noch so ein bisschen Volumen haben und auch etwas mehr Griffigkeit. Und deshalb nehme ich noch ein kleines bisschen Volumenpuder, was ich jetzt reingebe. In dem Fall habe ich hier von Osis, also beziehungsweise von Schwarzkopf, ein Mattifying Volume Powder. Und das gebe ich jetzt einfach mal ganz kurz noch in den Haareinsatz. Wirklich ein bisschen nur. Ich streue mal hier so ein bisschen rein. Und hier hinten am Hinterkopf. So, das arbeite ich so minimal hier ein. Und dann föhne ich das noch mal ganz kurz rein. Dann ist der Effekt noch etwas stärker, beziehungsweise dann verteile ich das dadurch auch nochmal. Also den Föhn nochmal auf einsteckern wäre gut. Sekunde. So, Föhn ist eingesteckert. Jetzt föhne ich das nochmal ganz kurz hier so ein bisschen in den Ansatz. Ja, also ich bin jetzt zufrieden und mir gefällt es ganz gut. Man könnte jetzt noch was mehr nehmen, wie man will. Es ist ja Geschmackssache, ob man das überhaupt nimmt. Ich mag den Look ganz gerne. Nochmal zurück zu diesem Dyson Airwrap Föhn. Mit dem habe ich ja jetzt die Haare mit diesem Aufsatz hier glatt geföhnt. Das finde ich auch sehr angenehm und praktisch, weil man nicht mit zwei Armen, also mit Bürste und Föhn, dieses Hantieren hat, was dann so über dem Kopf und ich weiß nicht, was alles auch schon in die Arme geht. Und finde ich eben praktisch, dass man das in einem Durchgang hat, dass man sozusagen beim Bürsten föhnt oder beim Föhnen bürstet und dadurch die Haare was glatt bekommt. Ich würde mir für das Geld nicht kaufen, um die Haare damit zu glätten. Ob ich ihn mir kaufen würde, um die Haare damit zu locken, das zeige ich euch sehr gerne in einem Video, in dem ich euch die Lockenaufsätze dann mal zeige. So, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Kleine Haarroutine, glatte Haare heute mal
Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.